In der Ganghofer Straße 2 wird ein Stolperstein für Karl Nolan und Platzhalter für Rosa Nolan und Anna Bröll verlegt. Karl Nolan wurde geboren am 2. Mai 1891 in Gingen an der Fees. Er wird, wie seine Frau auch, als warmherzig, gutmütig und sensibel beschrieben. Seit 1927 verkehrte er in kommunistischen Kreisen, trat jedoch erst 1931 der Kommunistischen Partei Deutschlands bei. Bei der Gerichtsverhandlung in Leipzig im Januar 1933 wurde Karl Nolan zu einem Jahr Gefängnis wegen Vorbereitung zum Hochverrat verurteilt. Weil der Stadtrat sich bisher noch nicht entschlossen hat, quasi auch diesen Opfern eine Erinnerung zu geben.